Hallo, komm rein, setz dich in unsere Runde, mach's dir gemütlich. Ich bin die Mama von Maple und ich bin duftsüchtig. Ich möchte euch heute meine Düfte vorstellen, die ich in den letzten 2 Monaten, 3 Monaten so um den Dreh, ich kann es nicht mehr ganz auseinanderhalten, gekauft habe. Also so eine Art Haul, wobei das alles nicht zusammengekauft worden ist, sondern immer mal nach und nach eingetrudelt ist oder die mir geschenkt wurden. Fangen wir an. So, als erstes kommt die Firma Berdu. Und diesen Duft habe ich schon länger gesucht. Alleine von der Verpackung her, guck mal, es sind kleine Elefanten da überall drauf. Und das ist ein Teeduft. Das ist der Assam di India von Berdu. Und ich habe ihn wirklich länger gesucht, bis ich ihn in meinem Angebot gefunden habe. Ich wollte keine 60 Euro dafür bezahlen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt für 40 Euro bekommen auf eBay. Ja, in eBay. Es hat keiner wirklich mitgeboten. Und da habe ich Glück gehabt und habe ihn ergattert. Ja, es ist ein leicht blumiger. Es ist auch kein Eau de Toilette. Es ist. Das sind Eau de Colognes. Die sind wirklich sehr frisch. Halten halt nicht überragend. Aber oh, dieser Teeduft, ne, der ist so schön. Gut, es ist immer eine Geschmackssache, möchtest du nach Tee duften? Aber er ist so fein. Und für einen so günstigen Duft hat er wirklich eine DNA, als könnte es ein Nischenduft sein. Also man riecht sowas nicht an jeder Ecke. Und den würde ich mir auch sofort als Raumduft holen. Ich finde den einfach nur klasse. Es ist für den Sommer unheimlich gut. Jetzt fürs Frühjahr geht es schon. Im Winter ist er ein bisschen zu leicht, aber der geht auch in die schönen Herbsttage noch rein. Und es ist jetzt kein Duft, den du abends für einen Club anziehen würdest, ne? Aber der geht auch gut für einfach nur auf der Couch, um sich wohl zu fühlen und ansonsten für den ganzen Tag. Ja, ich finde ihn unheimlich schön. Ich hatte mir vorher schon Pröbchen gekauft, deswegen war es kein Blindkauf. Aber jetzt freue ich mich, dass ich hier eine 100 ml Flasche von habe. Gleiche Firma, gleiche Serie ist der Cervo do Brasil. Das ist ein sehr grüner Duft. Man sieht es, glaube ich, auch schon. Ich finde die Flaschen auch so schön. Ne? Also da mit dem im Hintergrund hast du das Blattwerk und dann scheint das da so durch. Ne? Ganz schlichte Flakons, aber durch diese Bilder da drauf finde ich den unheimlich schön. Also da hat mich schon auch wieder der Flakon angesprochen. Der Selva do Brasil ist aus der Serie Grand Cru. Der startet in der Kopfnote mit peruanischem Petit Grain. Ist auch ein Zungenbrecher, sagt das 10-mal schnell hintereinander. Dann geht es weiter mit einer brasilianischen Tonkabohne und in der Basis hat er argentinisches Guayakholz. Und ja, ihr müsst den Auftakt mögen. Er erinnert ein ganz klein bisschen in der ersten 2 Sekunden nach 4711. Dadurch, dass das Petit Grain, glaube ich, sehr in die Richtung geht. Wie heißt die Blume nochmal, die beim 4711 mit drin ist? Jedenfalls die Blumen, glaube ich, nah beieinander. Oder es ist nur ein anderer Name für diese Blume. Jedenfalls wird der wärmer, weicher. Es ist kein 4711. Habt keine Angst. Außer ihr mögt das, dann mögt ihr den Anfang erst recht. Ich muss immer gucken, über die erste Minute muss ich so ein bisschen drüber und danach ist der toll. Den habe ich mir auch nicht blind gekauft, sondern auf ein Angebot gewartet. Den habe ich bei Amazon geschossen. Da war er dann auch zwischendurch mit dem Angebot. Es hilft mir immer ganz doll, wenn ich die Idealo, App nach den Sachen suchen lasse und mir dann melden lasse, wenn mal was im Angebot ist. So. Im DM-Markt gibt es diese Serie von Louis Varel. Und zwar habe ich mir da zuerst den Extreme Amber gekauft.
Ja, in der allerersten Sekunde ist der so lecker warm, schön. Dann entwickelt der sich zu einem Oma-Duft. Also, ich weiß nicht, was daran schuld ist, weil Maiglöckchen ist drin und ich habe Maiglöckchen in vielen Düften, die ich mag. Ich weiß es nicht, da muss ich wirklich über die Herznote drüber. Und wenn dann die Basisnote kommt, die ist wieder traumhaft schön, warm, weich, kuschelig. Und deswegen habe ich ihn noch nicht getraut, wegzutun. Ja. Und jetzt habe ich mir aus der gleichen Serie den Extreme Musk geholt. Und ich finde, das ist ein richtig schöner Moschusduft. Auf jeder Haut ist der anders. Also in der Luft finde ich den jetzt auch gar nicht und auf dem Papier fand ich den auch nicht so klasse. Deswegen habe ich den beim ersten Mal gar nicht mitgeholt. Der hat mir einfach nichts gesagt. Und dann war ich irgendwann beim DM-Markt, hatte ein bisschen Langeweile, habe mir den nochmal auf die Haut gesprüht. Und auf dem Nachhauseweg habe ich immer wieder am Arm riechen müssen und gedacht, boah, riecht der gut, ne? Und wenn man die Rezension bei Parfumo guckt, entweder die Leute lieben ihn oder die hassen ihn. Ich denke, er tut sich auf der jeweiligen Haut sehr unterschiedlich, also dass er sich anpasst, verändert. Und gehöre zur Kategorie, dass ich ihn liebe. Ich finde ihn schön. Es ist eine 100 ml Flasche. Der Duft kostet, glaube ich, auch 19,99 oder sowas, also unter 20 €. Da macht man nichts mit verkehrt. Schaut euch die Serie mal an. Da gibt es auch noch den Extreme Musk, der, nein, das ist der hier, den Extreme Rose. Der soll so ein bisschen an den Rose Duft von Montal erinnern. Es sind keine Dupes, das ist keine Dupe-Firma, weil es gibt keinen auf dem Markt. Die sind alle irgendwo ähnlich, aber der macht jetzt hier keinen nach. Und der andere, der erinnert da auch so ein bisschen dran, ne? Aber wenn ihr sowas mögt in die Richtung so Moschusrose, auch so ein bisschen gourmandige Rose, dann guckt euch mal den Rose an. Die zwei Herrendüfte davon, auch wenn die recht unisex sein sollen, haben mir überhaupt nicht gefallen. Der eine war mir viel zu Oud-lastig. Das war so ein richtiges Stall-Oud. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie noch die Kuhscheiße unterm Schuh hängen und nimm sie mit. Und der andere, der war mir viel zu maskulin. Und das ist hier der, der mir gut gefallen hat. Der Rose war auch schön, aber da habe ich halt zu viele, die in die gleiche Kerbe hauen und so ähnlich sind. Den brauchte ich deswegen nicht, aber den habe ich mir gegönnt. Dann hatte ich wieder zu viel Langeweile in einem Rossmann und habe den gesehen im Angebot, den Lacoste Woman in das normale Eau de Toilette, nee, Eau de Parfum ist es, glaube ich. Jedenfalls die weiße Flasche mit dem Goldkäppchen drauf. Gefällt mir sehr gut. Es ist ein sehr warmer, kuscheliger, anschmiegsames Parfüm. Ich finde, der hat was Zuverlässiges. Und da ich alles mag, wo Dark oder Deep oder sonst was draufsteht oder Intense, und hier ja, musste ich den Dark davon kaufen. Und der ist auch wirklich schön. Er hält nicht so super lang wie der andere. Er löst den mir jetzt auch nicht ab, aber so ab und zu. Also das ist auch ein Duft, mit dem kann ich gut zu Bett gehen. Also den aufsprühen und fürs Schlafen fühlt man sich schön aufgehoben und wohl. Es hat sich nicht gelohnt, den zu kaufen. Aber es ist eine kleine Flasche, auch die kriege ich irgendwann leer und er macht sich gut neben dem anderen im Regal. So, dann habe ich mir gegönnt von Guerlain den Le Petit Robe Noir. Und das hier ist aber der Black Rose. Black Perfectio. Perfectio, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jedenfalls ist der noch etwas lakritziger. Also der Original riecht ja nach Kirsche, Rose so ein bisschen und leicht Lakritz. Also es ist ein sehr essbarer, blumiger Duft. Und die Lakritze stört eigentlich überhaupt nicht da drin. Die Kirsche ist richtig lecker. Und
Den fand ich einfach nur interessant, den habe ich mir blind gekauft und den, er ist schwarz, deswegen wieder dunkel. Und als normalen, den ganz normalen, das ganz normale Eau de Parfum oder Eau de Toilette von dem habe ich gar nicht. Sondern ich habe das Velour davon. Das Velour hat noch so eine kleine Wildledernote, die den Duft so ein bisschen erwachsener macht. Und der hier hat halt noch mal so eine, ja, eine dunklere Lakritznote im Auftakt. Und ich finde den einfach lecker, der ist schön. Leider hält der bei mir auch nicht so lange. Eigentlich halten die Guerlains von der Serie sehr gut. Ich habe eine etwas vielleicht seltsame Haut. Bei mir halten manche Düfte überhaupt nicht gut und der gehört leider dazu. Aber wenn man darunter einen Molekülduft sprüht, dann verlängert sich davon auch die Haltbarkeit und dann ist es wieder gut. Also wer auf so ein bisschen lakritzige Kirschdüfte steht, schaut euch den mal an. So, dann als allerletztes jetzt, nicht in diesem Video, sondern von der Einkaufsliste her, ist dieser eingezogen. Den habe ich bei Parfumo als hier fast vollen Duft, also da fehlt ein bisschen was raus, habe ich den günstiger gekriegt. Normalerweise kostet der so 30, zwischen 30, 35, 36 Euro. Und ich habe den jetzt inklusive Porto für 15 Euro bekommen. Da freue ich mich sehr drüber. Danke nochmal an die Dame, von der ich den bekommen habe. Und das ist von Lescentor Gommons, heißt die Firma. Ist das der Tendre Madeleine? Und der riecht halt. Der hat eine Gebäcknote. Der riecht nach Mandeln, aber nach so, ja, wie Macarons halt, ne? Madeleine sind ja auch so französische Gebäcke, die, glaube ich, auch mit Mandeln sind. Aber ich finde, Madeleines ist ein schweres Gebäck und Macarons sind ja einfach nur diese luftig leichten. Und ich finde, den Duft kriegt der so ein bisschen mit. Es soll ein Klon zu Lyra von Serjoff sein, was ja so ein Mandel-Glühwein, nicht Glühwein, so ein Weihnachtsmarktduft ist, ne? Also den muss ich jetzt auch tragen. Im Frühjahr, Sommer wird der nicht mehr gehen. Dafür wird er dann viel zu schwer und zu essbar. Und ab dem Herbst, glaube ich, kann der wieder voll, kann ich da zuschlagen. Ich freue mich sehr über den. Es war ein Blindkauf. Ich habe einfach nur nach den Bewertungen geguckt und habe gedacht, gut, neun leistest du dir dafür nicht. Aber so einen angebrochenen kannst du dann ruhig auch mal blind kaufen. Und ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Dann auch ein Klon ist das Haus Latafa. Sagt, es macht keine Klone, aber so manche ähneln sich dann doch sehr, sehr, sehr stark in der DNA. Und das hier auch, ist dieser Flakon, ist der kitschig oder ist der schön? Also er ist sehr schwer, liegt in der Hand, ne? Da kannst du einen mit erschlagen. Die Kappe ist natürlich Plastik, ne? Das ist ganz günstiges Plastik. Und der Duft selber ist nachempfunden dem Rouge Malakit von Armani Privé, den ich mir eigentlich nicht leisten würde, den ich auch noch nie Probe riechen konnte vorher und der mir aber vom Namen her immer total im Gedächtnis geblieben ist, dass ich den gern mal riechen würde. Genauso wie den grünen oder den blauen davon, ne? Den Wert und wie heißt der blaue? Azur oder so? Oder Saphir, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls der Rouge Malakit ist ein sehr schöner Duft und ja, die kosten Schweinegeld. Und ich habe hier von dem Dupe eine Probe bekommen gehabt, wo ich ein anderes Parfüm gekauft habe, gab hiervon eine Probe mit in der Verpackung drin und ja, die Probe war so toll. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren und dann sagte auch noch die Kundin so, oh, sie riechen aber heute gut. Welches Parfüm ist das? Das kaufe ich mir auch. Oder das will ich mir auch angucken und so. Und da habe ich gesagt, Moment, müsste ich nachgucken, schicke ich Ihnen nachher auf WhatsApp. Ich weiß gar nicht, ich habe heute Morgen die Probe drauf getan und gut war.
Und ja, und die Probe war nicht halb leer, da hatte ich mir den schon bestellt gehabt. Auf der Internetseite muss man Versand zahlen und oder du kommst auf so und so viel Euro bei Latafa. Ich habe ihn jetzt über, hatte ich den über Amazon bestellt? Ich glaube ja, über Amazon, dann hatte ich mit Prime keinen Versand. Dafür war er 2 € teurer, hat sich aber hergerechnet, weil ich komme da nicht in die Versuchung. Ich war nämlich schon am Überlegen, ja, welchen bestellst du dann mit, damit sich das lohnt, dass du kein Porto zahlen musst. Nein, es hat sich eher gelohnt zu sagen, komm, 2 € mehr, dafür kein Porto und nicht noch ein weiteres Parfüm, was du dann vielleicht nicht nutzt, ne? Aber es ist ein sehr toller Duft, der mir gut gefällt. Auch eher für andere vielleicht was fürs Ausgehen. Ich nerv meine Umgebung. Ich würde sowas auch tagsüber tragen. So, und dann komme ich zu meinen zwei Schätzchen. Einmal habe ich mir über Parfumo diesen Schatz gegönnt. Das ist der Rouge Smoking von BDK. Und ja, kein billiges Schätzchen. Aber über Parfumo war das jemand, der hatte sich den als Bunkerflakon geholt und wollte den dann vielleicht nicht mehr. Es ist ein komplett neuer Flakon gewesen. Und ich bin froh, dass ich ihn dadurch etwas günstiger kriegen konnte. Es ist auch ein rauchiger Kirschduft. Ich muss leider auch hier ein Molekül drunter tun, dass er sich ein bisschen länger hält bei mir, aber das ist er wert. Und ich freue mich, dass er habt. Der ist so lecker. Und mein Mann steht da auch voll drauf. Also der findet den. Wenn ich den drauf habe, dann muss der schnuppern und das ist ganz gut. Und einen weiteren Duft, den mein Mann toll findet und mir den deswegen auch geschenkt hat. Den habe ich durch. Ich gucke dann auch immer bei Google Shopping, gebe die Düfte ein und schaue, wo ist er da im Moment am günstigsten. Wenn er nirgendwo günstig ist, dann warte ich nochmal was und gucke ein andermal. Und den hatte ich zufällig in einem Kosmetikkaufhaus gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Den Namen kannte ich gar nicht. Habe auch erstmal gegoogelt, ob es eine vertrauenswürdige Adresse ist. Und das ist der Velvet Tonka von BDK. Das ist ein Gourmand. Und aber so zart und weich und kuschelig. Der ist auch was für abends zum Weggehen. Da würde ich einen Sprüher mehr nehmen. Der ist auch was fürs Bett, wobei der da viel zu schade und zu teuer für mich wäre. Ja, aber den hat mir mein Mann hat gesagt, komm, bestell dir den jetzt. Und damit ich nicht ganz so lange darauf warten muss, bis zum Hochzeitstag oder so, hat er mir zu Valentinstag geschenkt, obwohl wir zum Valentinstag uns eigentlich nur höchstens neue Blumen für auf den Tisch und irgendwas Gebäck zum Nachmittag und abends einen Cocktail leisten. Wir machen uns da keine Geschenke, aber er hat gedacht, komm, ich möchte nicht, dass du ewig drauf warten musst. Und hatten mir schon geschenkt. Ja, und das war auch der letzte Duft, den ich mir in der letzten Zeit gekauft habe. Ist genug Neues gewesen. Im Moment bin ich da ein bisschen spendabler als bei den Kerzen. Aber es ist auch irgendwie, komme ich bei den Kerzen im Moment nicht nach mit dem Aufbrauchen und deswegen musste ich da ein bisschen Pause machen. Und also auch wie bei den Kerzen. Da habe ich geschaut, dass ich wirklich Angebote kaufe. Ich kaufe mir da keine Kerze zum vollen Preis. Und so mache ich das hier bei den Parfüms auch nicht. Solltet ihr irgendwas wissen wollen zu meiner Parfümsammlung, Fragen haben allgemein zu Parfüm, habt einen besonderen Kerzenvideowunsch wieder, meldet euch. Ich freue mich auf euch. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Bis bald. Tschüss.